So, da sind wir auch schon wieder. Es hat sich anscheinend mein gesamtes Spiel gerade aufgegangen. Ich habe es gerade nochmal runtergehauen. Also jetzt, ich habe es nochmal ausgemacht und nochmal neu gestartet. Nicht runtergehauen. So, dann geben wir es mal ein. Passwort korrekt. Warnung. Sicherheitsstufe B aktiv. Zugang wurde verweigert. Ah. Ist es kaputt? Nein, nein. Ist okay. Alles in Ordnung. Faye, ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Wir müssen zu den Terminals am Eingang und beide gleichzeitig aktivieren. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Alles klar? Gut. Warum glaubst du so sehr an die Alge? Haben Sie nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Du riskierst gerade dein Leben für etwas, an das niemand mehr glaubt. Warum? Wir stehen hier umringt von Sprengsätzen und Sie fangen an, mir blöde Fragen zu stellen. Wenn es so eine blöde Frage ist, dann sollte es dir leicht fallen, sie zu beantworten. Die Alge ist die Energiequelle der Zukunft. Das waren Ihre Worte. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber rein hypothetisch. Was ist, wenn der Svensson nicht von Ben Svensson kommt? Ob er jetzt von mir, meinem Sohn oder meiner Urgroßenkelin kommt, ist mir gerade völlig schnurz. Ist es nicht. Wir wissen nicht, ob dein Sohn noch lebt. Und wenn du jetzt auch noch stirbst, dann ist das Wissen über den Svensson für immer verloren. Du bist wichtiger als das, was du geschaffen hast. Wenn wir jetzt aufgeben, wäre Lissas Tod umsonst gewesen. Lissas Tod war umsonst, genau wie Nigel und alle meine Freunde umsonst gestorben sind. Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen! Der Phönixplan wird immer mehr zu einem Himmelfahrtskommando. Es darf nicht noch mehr Tote geben. Ich bin also der Einzige, der an meine Technologie glaubt. Was ist mit den Investoren von heute Mittag? Sie waren erst überzeugt, nachdem du die Präsentation manipuliert hast. Sie wissen davon? Die ganze Bohrinsel weiß davon. Glauben. Meine Fresse. Hören Sie zu. Es geht hier nicht um Glauben. Es geht um Glauben wollen. Ich will nicht glauben. Nicht an das, woran alle immer ungefragt geglaubt haben. Ich will nicht glauben, dass Atomkraft die einfachste Lösung ist. Oder Erdöl ohne Alternative. Meine Güte, Faye. Erdöl ist nichts anderes als abgestorbene Algenmasse, die gut brennt. Wenn die Menschheit es schafft, sich eine ganze Welt aus Schmiermittel zu bauen, dann könnten Sie das auch mit meiner Alge tun. Sie könnten es mit Windenergie oder Solar oder Kuhkacke oder was weiß ich. Aber Sie wollen es nicht. Ich könnte jetzt das Handtuch schmeißen und sagen, was soll's, ist halt so. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich zu glauben, dass die Menschheit aus Idioten besteht. So, helfen Sie mir jetzt, den Knopf zu drücken. Du wolltest mir auch nicht glauben, als ich zu dir kam. Werden Sie jetzt auch noch nachtragend? Nein. Muss ich nur den Knopf drücken? Ja, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Okay, Ben? Was ist noch? Ach, nichts. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Egal, was passiert. Danke. Sie weiß irgendwas. Ich könnte sogar sein, dass es vielleicht... Faye, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, dann bei drei. Eins, zwei... Drei. Klar. Gibt es immer noch einen anderen Svensson, der vielleicht ebenfalls mit der Technologie vertraut ist? Gleich haben wir es. Ich muss nur noch die Alge in den Container pumpen. Dr. Svensson, Miss Faye, oder wie auch immer Sie heißen mögen, treten Sie bitte beiseite. Dieser Raum und alle darin enthaltenen Objekte sind mit sofortiger Wirkung Eigentum von Indus Industries. Was? Was bilden Sie sich ein? Sie können doch nicht mein Labor stehlen! Doch, stehlen und sprengen. Vor allem Letzteres wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie bei der Algenpräsentation fair gespielt hätten. Ein Umstand, von dem wir leider viel zu spät erfahren konnten. Duwe! Mein Freund, machen Sie sich nützlich und bringen Sie mir den Container. Wie kannst du diesen Mördern helfen?
Ich habe mein ganzes Leben lang getan, was von mir erwartet wurde. Warum sollte ich jetzt etwas anderes tun? Niemand hat von dir erwartet, Lissa zu ermorden. Was? Verbarrikadier die Tür, Junior. Eine falsche Bewegung und du kannst durch die Matte pfeifen. Dr. Svensson? Miss Faye? Er hat die Haube zerschossen. Die Haube ist jetzt unser geringstes Problem. Er hat uns eingeschlossen. Nur die Ruhe. Ich bekomme das schon hin. Na klasse, unser Sohn ist also wirklich hieran beteiligt, obwohl ich eigentlich bis zuletzt gedacht habe, ist es vielleicht doch nicht und dass sie wirklich falsch mitspielen, aber... In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Der Tank ist oben. Alles klar, okay, der Tank ist oben. Kyro-Tank. Okay. Noch einer. Füllstation. Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Füllkontrollpad. Die Pumpe hat noch keinen Zugang zum Kryotank. Ah, alles klar. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Was haben wir denn noch dabei? Wir haben noch eine Eisenstange. Quatsch. Der Generator steht in einem Winkel, den ich mit der Stange nicht erreichen kann. Okay, schlau. Das ist doch Quatsch mit Soße. Schmarrn. Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Kryo-Station. Anschluss. Hier haben wir einen Anschluss, alles klar. Jetzt haben wir hier einen Schlauch. Verbinden. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Was haben wir denn noch hier so in dem Raum hängen? Kryo-Behälter, Türknopf. Der Algencontainer blockiert die Tür. Wir haben noch ein Einschussloch und wir haben noch ein Kryo. Eigentlich müssen wir den doch eigentlich wegkicken können. Keycards. Poppadapap. Keycard. Wir müssen dann aus irgendeinem Sinn dann noch die Keycard noch haben. Kladderadat. Wir können mit der Eisenstange wirklich nicht das Einschussloch finden. Warum nicht? Die Tür ist mehrfach verstärkt. Die kann ich nicht einfach aufbrechen. So sieht's auch ehrlich gesagt aus. Faye ansprechen? Sie sind so still. Kein "Ich hab's Ihnen ja gesagt" oder "Das haben Sie jetzt verdient". Das ist es doch gerade. Du hast das alles nicht verdient. Wenn mein eigener Sohn sich gegen mich wendet, dann habe ich es verdient. Hol die Alge und bring uns hier raus. Alles andere können wir später besprechen. Naja, wenigstens Faye glaubt jetzt wieder an uns. Das ist doch mal was Cooles. Kladderadatsch. Aber die Frage ist... In den Tank... Der jedenfalls nicht. Okay, ich kann die auch nicht verschieben einfach. Füllstation. Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Kryotank. Der Tank ist... Kryotank betätigen. Das ist der Generator hier oder was? Was ist das? Was von diesen ganz... Ach, das ist der Generator, alles klar. Kann ich irgendwie... Das ist doch Firlefanz. Das muss doch einen Sinn geben. Nichts als Quacksalber. Wenn ich das Glas einfach zerschlage, riskiere ich, dass die Alge ausläuft. Und dann bekäme ich sie nie wieder zusammen. Schlauch? Verbinden? Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Senf. Wie soll ich den Schlauch denn bitte verbinden? Ich raff das nicht.
Anzapfhaube. Abnehmen. Schlauch an die Anzapfhaube. Der Schlauch lässt sich nur anschließen, wenn der Tank eingefahren ist. Alles klar, ist okay. Quatsch, so. Schlauch weg. Kühltank einfahren. Anzapfhaube an den... Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Hä? Tinef, Pillepalle. Anzapfhaube. Der Schlauch lässt sich nur anschließen, wenn der Tank eingefahren ist. Aber andererseits kann ich ihn noch nicht anschließen. Hä, was ist das für ein Schwachsinn? Ich könnte die Stange durch die Haube schieben, aber das andere Ende würde so nur gegen die Scheibe stoßen. Humbug. Quark. Ach, alles klar, Moment. Jetzt müsste es theoretisch gesehen eigentlich... Könnte passen. Stange. Müll. Allgenerator. Ich komme von hier aus nicht ran. Ich bewege mal die Tür, mal schauen, ob es funktioniert. Der Algencontainer blockiert die Tür. Sitzt. Hier hinten. Sitzt. Herausziehen. Der Algencontainer... Hä, ich raff das nicht. Senf. Könnte. Ach, natürlich. Ein Schussloch, Schlauch. Und wie? Ah, ne, ich hatte schon meine Stange. So. Stange. Rausziehen. Und jetzt. Der Generator steht in einem Winkel. Ich bin doch nicht mehr Schugge. Warum denn nicht, hä? Jetzt müsste es gehen. Tür. Generator nehmen. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. Passt ja, das ist unsere praktische Tasche. So, jetzt aber hier rein damit endlich. Ha. So, der Schlauch. Schlauch. Verbinden. Nein, nicht hier verbinden machen, das ist so schwer. Ich kann den Schlauch so... Kyrotank betätigen. Kyrotank betätigen. Bereit zum Tanken. Bereit zum... Ah, das glaube ich, haben wir noch ein Cold Roll Pad. Die Pumpe hat noch keinen Zugang zum Kryotank. Zugang... abnehmen. Der Schlauch lässt sich nur an... Kyrotank? Das ist doch Quatsch mit Soße. Okay. Aber wenn ich den Eigenerator abnehme, wenn ich ihn da reinschiebe... Das geht nicht, ich muss hier rein, okay. Muss nicht so schwer sein, dieses dumme Ding jetzt hier anzuschließen. Ansehen. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Funktionierende Haube. Ah, die Haube zerschossen, natürlich. Ich. Wir haben ja auch keine Haube, wie es aussieht. Mein Gott. Ja, wow, der Raum ist voll mit Sprengsätzen, wirklich. Was ist das da oben? Auch eine Bombe. Das ist es. Wir müssen da irgendwo eine zweite Haube herkriegen. Blödsinn. Unser erster Laborschlauch kam aus Lissas Garten. Das waren noch Zeiten.
Eisenstange? Ich könnte die Stange durch die Haube schieben, aber das andere Ende würde so nur gegen die Scheibe stoßen. Tätigen. Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Okay. Kann ich den Schlauch jetzt an die Stange? Quatsch. Schlauch verbinden. Ich kann den Schlauch so... Geht das immer noch nicht. Stange herausziehen. Stange an... Ich will die Frage ist, ob die hohl ist. So ein Blech. Ist die Frage, ist die Stange hohl oder nicht? So ein Blech. Pipifax. Schlauch. Ha, und... Ich kann den... Da hängt er. Und jetzt? Okay, ich würde sagen, wir nehmen den nochmal ab und versuchen mal die Stange da reinzuschieben. Eisenstangen. Hoppalapap. Verarsch mich jetzt aber nicht. Die Pumpe hat noch keinen Zugang zum Kryotank.